Es ist das Highlight der Woche für die meisten der Kinder. Wenn Claudia Seidensticker vom Verein Krass e.V. mit Künstlern vorbeikommt, dauert es nicht lange, bis die Mal- und Basteltische voll besetzt sind. 2 Stunden lang wird mit Wachsstiften und Wasserfarbe kreativ gearbeitet. Momentan haben wir pro Tag teilweise 60 Kinder und wir sind an 5 Tagen in der Woche unterwegs. Und ab nächster Woche übernehmen wir noch 2 weitere Flüchtlingsheime. Und wir haben eben gemerkt, dass die Kinder total dankbar sind. Die kommen uns schon entgegengerannt und freuen sich auf die kleine Auszeit. Viele der Kinder haben auf dem Weg nach Deutschland schreckliche Dinge erlebt und sind traumatisiert. Die Künstler haben daher auch eine pädagogische Ausbildung, um bestmöglich helfen zu können. Sprachbarrieren werden durch die Kunst überwunden. Meiner Erfahrung nach öffnen Kinder beim Malen nicht nur ihre Farbtöpfe, sondern auch ihre Herzen. Die Kinder können sich ja nicht ausdrücken. Die malen ihre Geschichte und packen damit auch diese Qual und diese Sorgen, die sie mit diesem Bild verbinden, nach draußen. Und das hilft schon ungemein. Was in den Köpfen der Kinder verborgen ist, welche schrecklichen Erlebnisse sich eingebrannt haben, das zeigen einige Bilder, die der Verein aufbewahrt hat. Also das war vom jungen Mädchen, vielleicht so 17 Jahre alt, aus Syrien, wie man sieht. Und ich finde, dazu braucht man auch gar nichts mehr sagen, das spricht wirklich für sich. Gänsehaut. Die ganzen Bluttropfen und das Feuer, was sie da gemalt hat. Genau, also es gibt die Bilder, die entstehen, die wirklich, wo man spürt, was sie erlebt haben, dass das halt ganz deutlich wäre, dass sie das auch wirklich rauslassen können. Ich finde halt hier so bemerkenswert irgendwie den Zaun mit den Löchern drin, also durch den man den Himmel sehen kann. Guck mal. Und dann hier das Boot aus Irak mit den roten Tropfen, irgendwie Blut und hier Tränen und das Auge hier, was so vollgelaufen ist, wie ein vollgelaufenes Boot. Und die Pfütze hier, also rote Tränen, das finde ich schon extrem, ne? Neben der Hilfe beim Verarbeiten der traumatischen Erlebnisse möchte Krass e.V. auch die Integration der jungen Flüchtlinge fördern. Daher sitzen immer Kinder aus Deutschland, die in der Nachbarschaft wohnen, mit am Tisch. Die Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur der Düsseldorfer ist weiterhin groß. Wir haben in den letzten 2 Wochen 1500 Wachsmalstifte, 100 Farbkästen, 1000 Papierblöcke, Zeichenblöcke generiert. Das heißt, die Düsseldorfer sind total hilfsbereit und viele Menschen wollen eben auch helfen, weil wir brauchen natürlich auch Helfer. 2 Pädagogen oder 2 Künstler sind natürlich immer bei den Kunstangeboten unterwegs, aber wir haben immer 3, 4 Ehrenamtler, die noch helfen. Wer den Verein mit Spenden oder anderer Hilfe unterstützen möchte, der findet alle Informationen unter www.krass-ev.de. Dort gibt es auch alles zu den Feierlichkeiten rund um das 5-jährige Bestehen von Krass.